Hey ho und willkommen zurück, liebe Freunde. Nach einigen Abstürzen und ein paar kleineren Problemen sind wir endlich wieder zusammen vereint in Sienna World. Und ich habe noch mal ein bisschen in der Lösung geschaut, weil es ja irgendwie immer hängen bleibt, wenn ich zu diesen Phosphossen mit Farbmotten gehe. Und ja, wir erinnern uns, wir müssen irgendwie unsere Eintrittskarten vergolden. So. Aber dazu brauchen wir wohl noch einige Hilfsmittel. Dazu gehen wir jetzt wieder durch die große Pforte. Und schauen, was sich denn hier noch so mitnehmen lässt. Ja. Genau, hier ist dann nämlich noch die Skizze. Ich dachte, ich hätte die mir schon mal genauer angeguckt, aber offenbar noch nicht. Ah. Ah, Stecknadeln. So viele Nadeln? Ja. Reminepo wollte offenbar absolut sicher gehen, dass sein Werk auch hängen bleibt. Ja, die sind zwar ein bisschen wahllos hier verteilt, aber es hält. Ein paar weniger wird sicher niemand bemerken. Genau. Ja, cool. Jetzt haben wir die, kann man... Ich lasse sie einfach da hängen. Hier sieht sie klasse aus. Ich weiß ja immer noch nicht, was das ist. Sieht man das normalerweise, wenn man nicht so verpeilt ist wie ich, oder nicht? Wir müssen den Ort mit diesen Ringen suchen. Egal, was Reminepo darin versteckt hat, er wollte, dass wir es finden. Ach so, okay, gut. Na super. Dann haben wir jetzt Nadeln. Können wir da wieder Stricknadeln draus zaubern? Nein, wahrscheinlich nicht. Stecknadeln. Ich könnte mich damit als Käfer mit Fühlern verkleiden, aber dafür haben wir jetzt keine Zeit. Ja, guter Tipp, Robert, vielleicht. Ah, okay. Jetzt ist es aber, ja, definitiv. Moment. Ich kann die Ausweise wieder rausnehmen. Warum hast du die dann da dran getan? Einfach aus Spaß? Na gut. Dann nehmen wir die wieder raus. Ich kann die Ausweise wieder... Okay. Was tue ich hier? Ich weiß nicht, was ich damit tun soll. Ja, wir versuchen es jetzt einfach nochmal und geht wieder zu den Motten. Warum hat denn der jetzt die Eintrittskarten da reingetan? Kann man die Eintrittskarten vielleicht einfach so da? Nein. So, kann man denn jetzt die Bastelei hier irgendwo hinhängen? Das mache ich nicht. Da? Ich glaube nicht, dass das funktioniert. Ja, aber irgendwo muss man die doch hinhängen können. Ich glaube nicht, dass das funktioniert. Hm. Warum sollte ich... Ich weiß es doch auch nicht. Also ganz ehrlich, Freunde, ich komme ja irgendwie... Mittlerweile hänge ich jetzt hier total an diesen Eintrittskarten. Ja. Ja, ach so, okay. Hö, Mann! Sag mal, wie soll man denn da drauf kommen? Gut, ich gebe ja zu, ich bin nicht der Adventure-Spieler. Ich fuchs mich da so ein bisschen rein, aber... Für Leute, die regelmäßig so Adventures spielen, ist das dann vielleicht ein bisschen klarer. Aber die Rätsel, die sind schon ein bisschen abstrus manchmal. So, okay, wir versuchen jetzt... Wir tun die Karten nochmal da rein. Ja, sehr schön. Hallo? Der ist voll langsam, der Robert. Das regt mich manchmal ein bisschen auf. Nein, jetzt... Oh, Robert! Mann, lad doch mal ein bisschen schneller. Aber das ist doch die Skizze, um Himmels Willen. Ich glaube nicht, dass das funktioniert. Alter, was stand denn da jetzt? Hilfe, mit der Bastelei in der Mitte könnte das klappen. Du musst die Bastelei vom Mauerrand oben auf die Farbmond... Hä? Hier? Ich glaube nicht, dass... Alter Schwede. Das mache ich nicht. Mann! Warum sollte... Ja. Das ist auf jeden Fall... Okay, wir hängen immer noch bei den goldenen Ausweisen. Aber das haben wir doch gemacht. Mit dem Nudelholz. Das war doch unsere Idee, oder nicht? Von hier aus kann ich...
Von hier aus kann ich nicht... Wie, das geht jetzt? Weiter kann ich den nicht reinhauen. Aber warum kann man den denn jetzt nicht reinhauen? Von hier aus kann ich nichts ausrichten. Von hier aus kann... Dann gehen wir jetzt nochmal raus. Also das ist mehr... Das verstehe ich einfach nicht. Aber die Mauersteine... Weiter kann ich den... Boah, ich hau dir auch gleich eine rein. Von hier aus kann... Mit bloßen Händen werde ich den Stein nie bewegen können. Kann man das jetzt da dran machen? Warum sollte ich das tun? Warum nicht? Ich blicke ja wirklich gerade nicht durch, also... Das war doch jetzt geraten, dieses, oder? Dass es dauernd hängen geblieben ist, das hat mich irgendwie voll aus dem Konzept gebracht. Ja, das ist, mir war das schon zu Beginn klar, dass man hier irgendwie... eine Mauer, eine Treppe bauen kann. Von hier aus kann ich nichts ausrichten. Kann man immer nur einen bewegen, oder was? Moment. Vielleicht müssen wir den dann jetzt reinhauen. Aha, okay, da muss man erstmal drauf kommen. Ich weiß jetzt nicht, ob ich wirklich so blöd war. Könnt ihr mir ja mal schreiben, ob ihr das sofort hinbekommen hättet? Ich gehe immer, vor allem ich wechsle dauernd den Standort. Ich gehe immer wieder zurück und zack, 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 hier. Und dauernd diese Ladesequenzen zwischendurch, das ist natürlich ein bisschen nervig. Ich bitte das zu entschuldigen. So. Jetzt habe ich es aber verstanden. Weil jetzt haben wir alle links, wir müssen ja alle rechts haben. Aber wir müssen natürlich erstmal dahin. Geh mal hier. Nein. Ui, boah, jetzt bist du aber extrem hoch. So, dann nimmst du jetzt hier das Nudelholz. Was tauchst du dann da in der Wand? Genau so dachte ich mir, das Robert. Robert. So. Ja, komm. Robert. Robert! So. Mann, ist das eine Arbeit heute. Okay, jetzt können wir da hoch. Wir haben eine Treppe, eine provisorische Treppe errichtet. Und dann können wir das jetzt bestimmt dahin hängen, oder? Warum sollte ich das tun? Robert! Dann den. Nein. Kann man die verbinden? Nein. Jetzt... Alter Schwede. Ja? Ach, komm. Hör, dann nutzt der immer die Lösung. Ich dachte, es gäbe keine Lösung hier. Ohne Lösung wäre ich jetzt echt aufgeschmissen gewesen. So. Jetzt sind die da am Teppich. Ich weiß immer noch nicht, was der... Hä? Wie sollen die denn abfärben auf die... Eintrittskarten? Ich glaube nicht. Och, dann Robert, dann geh doch... Du musst auch mal mitdenken. Ich kann doch nicht alles alleine für dich hier entscheiden. Du bist doch ein erwachsener Asprosia. Naja, dann könnt... Warum kann man das denn jetzt hier nicht runterlassen? Dann muss ich jetzt erstmal dahin gehen. Oh Gott. Ich verspreche euch, ich benutze jetzt die Lösung nicht mehr so oft. Das mache ich nicht. Ja, dann mach das doch von hier aus.
Das mache ich nicht. Oh. Das hat aber jetzt wirklich lange gedauert. Ja. Okay, wir haben goldene Eintrittskarten. Die Ausweise haben sich golden gefärbt. Mann, 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 Mann. So. Ich glaube, ich muss mal kurz einen Schluck trinken. Es ist gerade wieder so warm hier. So. Robert, jetzt komm doch auch mal da runter. Nein! Jetzt ist er jetzt wieder... Habe ich den falschen Knopf gedrückt? Ist er jetzt rund? Ah, Robert! Der bringt mich noch zur Weißglut. Ich glaube, wir werden das Spiel nie durchbekommen. Zack. Zack. Und zack. So, Steve! Guck mal, was wir hier bei uns haben. Haben Sie? Ja, wir haben nämlich goldene Eintrittskarten. Oder Ausweise. Können Sie nicht auch ohne die goldenen aus... Wenn ich jetzt... Aber werde... Es könnte... Okay, dann machen wir das so. Danke für die Information. Ja. Nein, dafür... Ah, darum meinte der auch, der kann die jetzt wieder rausnehmen. Ah. Goldene Ausweise. Mach's gut, Frankenmotte. Du warst mir immer ein guter Freund. Frankenmotte. So, guck mal hier, Steve. Wir würden nun gerne die Windkapelle besuchen. Haben Sie denn einen... goldenen Ausweis. Oh ja. Schaut in seiner großen Tasche nach. Bitte folgen Sie mir. Ich bin gespannt. Endlich kommen wir einen Schritt weiter, nachdem wir uns ein bisschen blöd angestellt haben. Schau dir all die versteinerten Asposa an. Ist das nicht traurig? Wenn Sie versteinerte Asposa sagen, meinen Sie wahrscheinlich die lebensecht wirkenden Nachbildungen. Wenn du lebensechte Nachbildung sagst, meinst du wahrscheinlich versteinerte Asposa. Laura, wenn Steve mit der Realität nichts zu tun haben will, dann ist das eine ganz private Entscheidung. Ja. Recht vielen Dank. Moment. Ihre Nasen. Sie sind alle so wie du gewesen. Tut mir leid, Flöten. Tut mir leid, Robert. Ist schon gut. Ich kannte sie ja nicht. Oder das, glaube ich zumindest. Alle haben so eine Flötennase wie Robert. Und hier ist der vierte Windbrunnen. Nein, mir ist gerade nicht danach, mich in den Tod zu stürzen. Ach so, okay. Der sagenumwobene vierte Brunnen. Er ist genauso versiegt wie die anderen. Ach so, ach. Aber wie haben denn dann die Windforscher oder die Aerologen das herausbekommen, dass noch ein vierter existiert? Ich dachte, die hätten das anhand der Aeroströme hier herausbekommen. Ja, komm, ist egal. Ach ja. Damit kann ich nichts machen. Aber untersuchen. Eine leere Schale. Wir können da Pilze reintun. Ja, komm, wir reden mal mit Laura. Mal gucken, was die so zu sagen hat. Hey, Laura. Zeichnung. Was hat dein Vater mit der Zeichnung gemeint, die im Empfang hängt? Ich weiß es nicht. Es sieht nicht wie irgendeine seiner Erfindungen aus. Aber was wollte er uns damit sagen? Wenn ich das wüsste, würden wir hier nicht dumm rumstehen. Ja, okay. Hatten wir Windkapelle schon? Was glaubst du, ist der Sinn dieser Windkapelle? Ich glaube, sie wurde nur für den Windbrunnen gebaut. Ich habe das Gefühl, dass es mit diesen Flötennasen einiges auf sich hat. Das glaube ich auch. Okay. Ein versteinerter Asposa. Hey, er hat genau die gleiche Nase wie ich. Und die gleichen Augen. Wer er wohl war? Vielleicht dein Vater? Ein Vorfahre? Nein, er ist viel zu kaputt. Wenn ich ihn anfasse, fällt er noch auseinander. Gut, dann sprechen wir jetzt mal mit Steve. Der Ort hier kommt mir irgendwie bekannt vor. Das ist absolut ausgeschlossen. Warum? Diesen Ort hat seit 15 Jahren niemand betreten. Ihr hättet ihn als Kind besuchen müssen. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Kind einen goldenen Ausweis hat. Aber... Was ist das für ein Ort? Das hier war früher eine Dampfsauna. Bevor Pete und ich ein Museum daraus gemacht eine Dampfsauna haben. Warum glaube ich nur, dass du keine Ahnung hast, wovon du redest? Was sind das für Ringe?
Das ist die berühmte goldene Dusche von Derberek, dem Duscher. Echt? Robert, glaub doch nicht alles, was die Leute dir erzählen. Es sieht eher aus wie eine Art... Trichter oder Lautsprecher. Wie kommst du darauf? Keine Ahnung. Diese Ringe müssen irgendeinen Sinn haben. Tut mir leid, aber das haben sie nicht. Die sehen schön aus und schöne Dinge haben ihren Sinn in sich selbst. Oh, wie philosophisch. Nein, ich glaube, da steckt eine Mechanik drin. Warum? Hast du etwas daran entdeckt? Nein, ich weiß es einfach. Wer waren diese Asposa? Das sind Skulpturen des berühmten Bildhauers Steinkopf Steinfinger. Natürlich. Ja, ich dachte eher an versteinerte Asposa. Nein, das ist ja vollkommen absurd. Ja, absurd ist das. Ihr wisst also nicht, wer diese versteinerten Asposa sind? Tut mir leid, sie haben sich mir leider nie vorgestellt. Gut, wir hatten bei der Laura noch was vergessen. Huschen wir noch mal kurz rüber, ja? Hey, Laura! Ich frage mich, warum diese Leute hier einen Saal um den Windbrunnen gebaut haben. Ja, und warum haben sie alle drumherum gestanden und Musik auf ihren Nasen gemacht? Vielleicht waren sie so eine Art Club der Windanbeter. Ich kenne mich nicht aus mit Clubs. Conroy hat mich mal in einen Fanclub gesteckt, den er für sich selbst gegründet hat. Klingt nach ihm. Ja. Was hat dein Vater mit der Zeichnung gemeint, die im Empfang hängt? Ich weiß es nicht. Es sieht nicht wie irgendeine seiner Erfindungen aus. Aber was wollte er uns damit sagen? Wenn ich das wüsste, würden wir hier nicht dumm rumstehen. Das ist wohl wahr. Was hat dein Vater mit... Ich weiß es nicht. Aber was, wenn ich das wüsste... Na gut. Ja. Ja, was haben die Ringe denn auf sich? Ah. Seltsames Gebilde. War es das, was Lauras Vater meinte? Das sieht fast aus wie die Skizze im Empfang. Okay. Tatsache. Phosphos. Da hat irgendwer etwas eingeritzt. Aber man kann es kaum erkennen. Dort sind Phosphosse oder Phosphate, wie ich immer sage. Das kann ich nicht verwenden. Na gut. Warum nicht? Damit kann man nicht... Ja, Ach so. Ach so, wie war das noch? Ruhe! Aber... Aufhören! Ich ertrage das nicht! Einer blinkt auf jeden Fall jetzt. Ruhe! Ich versuche das einfach so. Aufhören! Moment, wir könnten auch die nehmen. Aufhören! Ich... Ja, komm, wir machen trotzdem weiter, weil es gerade Spaß macht. Ruhe! Ja, ist ja... Okay, wir gucken uns das lieber gleich mal in Ruhe an. Ne, Robert? Aber irgendwie kann man das dann durch unser Flötengespiel, kann man das dann aktivieren, die Ringe. Ist auf jeden Fall richtig, wie Robert sagte, ein Mechanismus dahinter, aber mehr wissen wir ja auch noch nicht. Ein Kristall. Was für schöne Kristalle. Es wäre sehr schade, wenn ihnen etwas zustoßen würde. Nehmen wir sie doch mal mit. Ich weiß nicht, was ich damit tun soll. Wir könnten Conroy da mal reinschmeißen. Das war doch jetzt geraten, oder? Nee, das wollte ich wirklich so machen. All diese versteinerten Asposa haben die gleiche Nase wie ich. Ich frage mich, was das zu bedeuten hat. Aber irgendwie habe ich so ein Gefühl, dass die Antwort alles nur noch schlimmer machen würde. Das kann ich nicht verwenden. Okay. Ja. Ja, okay. Gibt es hier sonst noch irgendetwas? Ja, ich glaube, wir gehen noch mal kurz zum Innenhof. Ja. Wir wissen, wo es lang geht. Das ist nicht... Laura. Okay, mein... Bitte gelangt. Sehr gerne. Ja. Der Steve. Ich glaube, den schubsen wir gleich mal aus Versehen in diesen vierten Windbrunnen. So. Ich lasse sie einfach... Hier sieht's. Kann man die nicht trotzdem mitnehmen? Das ist die Skizze, die Remi Nepo gezeichnet hat... kurz bevor Conroy ihn fortgeschleppt hat. Hm.
Warum ist hier eine 1? Oder was? Ist das ein Auge? Da soll man ein Auge drauf werfen? Ja, viel kriegt man jetzt hier nicht raus. Na los! Na gut, was haben wir denn jetzt eigentlich noch für Aufgaben? Öffne die Pforte, haben wir geschafft. Gründe das Geheimnis der Windkapelle. Sorge dafür, dass Pete sich an das komplette Lied erinnert. Wie machen wir das denn? Kochbuch. Das war doch jetzt geraten, oder?